Hallo, 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 hier ist wieder Shoki Banoki mit Daily, deiner Tagesdosis Angeberwissen. Ich bin der Sashi und das ist der Till. Und der Till will heute über den 31. Oktober reden, hat er gesagt, weil wir heute den 31. Oktober haben. Ich habe gesagt, okay, kann man machen. Und deswegen wollen wir erstmal das berühmte Geburtstagskind hervorholen. Und das ist Michael Landon. Kennst du Michael Landon? Michael Landon, natürlich. Ja, ein Engel auf Erden. Ein Engel auf Erden. Little Joe von Bonanza gewesen. Richtig. Genau. Und ein Engel auf Erden nicht nur gemacht, sondern unsere kleine Farm, genau. Ah, ja, ja. Unsere kleine Farm. Meine Oma hat das so gern geguckt, wie sie da die Wiese runtergelaufen ist, das kleine Mädchen. Ja. Und Michael Landon war der Papa von den Waltons. Von den Waltons, hätte ich was gesagt. Das war sozusagen das Pendant dazu in dieser Zeit. Ne? Unsere kleine Farm, die Waltons, war alles so heile Welt, teiteta. Jawohl, also bei unserer kleinen Farm, die hatten ja auch manchmal echte Probleme. Aber so richtig. Ja. Genau, ich kann mich noch erinnern, wo es. Die eine wurde blind. Ja? Ja, ist das so? Ja, ja. Ach so. Ja, nee, der eine Junge, der Michael Landon hatte ja als Papa von dieser kleinen Farm, hat er ja 400 Kinder gehabt. Mhm, mindestens. Ja, genau. Und der eine hat sich immer geschämt für seine Schuhe, weil es irgendwie hieß, dass man nur mit richtig guten Schuhen irgendwie auch akzeptiert wird, sozusagen. Wenn man alte Schuhe hat, wird man nicht so akzeptiert. Okay. Ist ja auch heute so, wenn man mit alten Schuhen irgendwo reinkommt, da kannst du noch so einen schönen Anzug haben. Alte Schuhe, kacke. Ja. Ja. Altes Sakko, besser als alte Schuhe. Ja, das ist eigentlich seltsam, ne? Ja, genau. Und das hat damals schon unsere kleine Farm mir eingetrichtert, immer gute Schuhe anhaben. Ja, egal. Am 31. Sind ja auch, guck mal. Ich habe ja hier. Das sind meine Schuhe. Ja, gut. Schön. Ja. Das wollte jetzt jeder sehen. Egal. Am 31. Oktober fragt sich jetzt jeder, warum hat er eine kurze Hose an? Ist sau warm hier drin. Ja, gut. Am 31. Oktober haben wir aber noch was. Ein Fakt des Tages. Ja. Ich krieg's, glaube ich, nicht gerade raus. Was denn? Der älteste Goldfisch wurde 41 Jahre. Ja. Der älteste Goldfisch wurde 41 Jahre. Fakt ist, das habe ich gerade gesagt. Warum wiederholst du es? Ja, ich muss es mal bekräftigen, ne? Habe ich es nicht. Muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen, ne? Ich sag's nochmal. Aber es hat, glaube ich. Der älteste Goldfisch wurde 41 Jahre. Also jedenfalls der älteste Goldfisch, den man irgendwo inhaftiert hat. Ja, er will immer das letzte Wort. Naja, es gibt ja bestimmt Goldfische, die. Gibt es Goldfische in freier Wildbahn? Ja, ne? Ja, natürlich. Ja, siehst du. Also, es gibt ja Goldfische bestimmt vielleicht in freier. Die vielleicht werden nicht so alt, vielleicht. Weil die werden nicht so gut ernährt. Die werden früher gefressen. Früher gefressen, kann sein, ja. Wo ist eigentlich ein Goldfisch in freier Wildbahn, sag mal? Asien. Echt? Aus Asien sind die? Hm? Ich hatte mal einen Goldfisch, der hatte so Backen. Ja? Und hatte so das war ein Hamster. Nee, war ein Fisch. War im Wasser. Er hatte so Backen und hatte so einen blauen Ring um das eine Auge. Und den habe ich halt gekauft, weil meine Tochter wollte unbedingt einen Goldfisch haben. Alter, was eine scheiß Idee. Jedenfalls der mit dem dicken Backen. Und dem blauen Auge. Ja, weißt du, wie der hieß? Rocky. Bud Spencer. Ha! Geile Idee, oder? Ja. Und dann habe ich irgendwann den Pujan, kennst du Pujan hier von Shoki Banoki, klar. Habe ich den Pujan angerufen. Und da ist ich bin dann irgendwann umgezogen und habe diesen Goldfisch in so einem Glas getan und habe den einen Tag in dem Glas gelassen. Und er ist dann gestorben. Ich wusste nicht, dass ich. Tut mir leid. Also wirklich, tut mir voll leid. Der ist dann gestorben in diesem Glas. Du weißt schon, dass du jetzt die Peter auf den Hals kriegst. Es tut mir leid. Ich wusste das ja nicht. Ich habe den wirklich im besten Wissen und Gewissen habe ich den halt. Ins Glas gesperrt. In diesem Glas. Das Aquarium war halt einen Ticken größer, das Glas war, das war so ein Bonbonglas mit Wasser voll, ne? Mhm. Und dann ist er halt gestorben. Sorry, tut mir leid, Bud, wenn du mich jetzt hörst. Ja, auf jeden Fall habe ich den Pujan angerufen damals und da war der richtige Bud Spencer, also der Schauspieler Bud Spencer, ich verbabbel mich gerade, ist egal. Der richtige Bud Spencer, der Schauspieler, war noch nicht gestorben, der war noch am Leben. Ja. Und der Pujan ist ja voll der Bud Spencer Fan. Und dann rufe ich ihn an und sage so, Bud Spencer ist tot. Und er so, was? Voll krass! Der ist tot! Und da habe ich erstmal, was will er denn eigentlich? Achso, nee,
Der Goldfisch. Mein Goldfisch ist tot. Und er so, ach du Scheiße, ja, ist ja gut. Ist mir doch scheißegal. Guck mal, so herzlos ist er gewesen damals. Der Goldfisch war ihm scheißegal. Ne? Das war ein ganz lieber Goldfisch. Mhm. Der hat mir nie irgendwie was getan. Liebe Peter, die Adresse findet ihr irgendwo im Impressum. Es war nicht so gemeint. Ist egal, jetzt habe ich mich verbabbelt, ein bisschen ausgeschweift, wurscht. Am 31. Oktober ist aber auch Reformationstag. Wir sind ja einen Tag vor Halloween. Ja. Oder nee. Nein, wir haben Halloween. Nee, Halloween, ich bin ja bescheuert. Wir haben ja heute Halloween. Wir haben, deshalb bist du verkleidet heute. Die Maske kannst du langsam abnehmen. Ich könnte als Bud Spencer gehen, hier so ein Ulub. Ja. Reformationstag erinnert an die 95 Thesen, die Martin Luther damals an die Pforten des Doms von Wittenberg angeschlagen hat. Richtig. So, jetzt haben wir aber richtig Wissen rausgehauen, sag ich mal. Der Till hat heute relativ wenig gesagt, hat das nur mit dem Goldfisch da erzählt und ich bin ein bisschen ausgeschweift. Ist ja auch wurscht. Oder Till? Die redaktionelle Arbeit ist nicht meine. Ja. Ich kann es nur immer wieder betonen. Du bist nur Moderator. Ich darf hier nur sitzen und vorlesen, was und mir genauso wirst vorgeschrieben auch, wird. Genauso wirst du auch behandelt, nämlich wie ein Stück Moderator. Im Stück oder im Scheiben? Ja, ich sag, Cheerio, Miss Sophie, wir sehen uns morgen. Da wird's wieder lustig.